Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es diese super leckere Butterkeks-Karamellschnitte und wenn ihr sehen wollt, wie ich die mache, dann bleibt dran. Für den leckeren Kuchen benötige ich ca. 54-55 Butterkekse. Ich habe Vollkornbutterkekse verwendet, 500 ml Sahne, 500 Gramm Mascarpone, 200 Gramm Puderzucker, 7 Teelöffel Sanapart, 1 Vanillezucker, 200 Gramm Blockschokolade, eine Dose Karamell, das sind ca. 400 Gramm und 150 Gramm Haselnüsse. Und jetzt können wir auch schon gleich loslegen. Ich fange mal an, indem ich mir gleich 100 ml von der Sahne abzweige, weil ich die später für die Ganache verwende. Die restliche Sahne werde ich jetzt mit der Hälfte von dem Sanapart steif schlagen. Die Sahne ist jetzt schön steif, die kommt jetzt erstmal beiseite. Dann nehme ich die Mascarpone, Vanillezucker und Puderzucker. Und das restliche Sanapart. Das wird jetzt auch nochmal gut verrührt. Die Sahne hebe ich jetzt unter die Mascarpone. Die Creme ist dann jetzt auch schon fertig. Jetzt können wir anfangen, den Kuchen zu schichten. Für den Kuchen werde ich einen eckigen Backrahmen benutzen und ich habe leider keinen geeigneten Teller, deswegen nehme ich eine Schneidematte und damit das ein bisschen schöner aussieht, tue ich ein Backpapier drunter. Auf die Kekse kommt jetzt die Hälfte der Mascarpone-Sahnecreme. Ich habe die Creme jetzt gleichmäßig verteilt. Jetzt kommt wieder eine Schicht Kekse obendrauf. Diese Schicht Kekse werde ich jetzt das Karamell verteilen. Ich benutze übrigens diese Sorte. In gut sortierten Supermärkten findet ihr das in der internationalen Ecke. Ihr könnt selbstverständlich auch selber Karamell herstellen, aber ich finde es viel zu umständlich und es lohnt sich auch überhaupt nicht. Dieses ist wirklich sehr gut. Ich kann es nur empfehlen. So, damit die Karamellschicht jetzt ein bisschen hart werden kann, kommt es jetzt erstmal für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Nach der halben Stunde im Kühlschrank tue ich jetzt die restliche Creme auf das Karamell. Ich habe die Creme jetzt gleichmäßig auf den Karamell verstrichen. Jetzt kommt eine letzte Schicht Kekse drauf. Vorerst ist der Kuchen jetzt fertig. Ich tue den jetzt in den Kühlschrank und in der Zeit werde ich die Ganache zubereiten. Für die Ganache habe ich jetzt die Blockschokolade, die Zartbitter Blockschokolade in kleinere Stücke gebrochen. Ja, Großes eingeschlichen. So, und da kommt jetzt die heiße Sahne drüber.
Das lasse ich jetzt 5 Minuten stehen und dann werde ich es verrühren, bis es glatt ist. Die Ganache ist jetzt fertig. Jetzt tue ich die Haselnüsse dazu und rühre alles nochmal gut um. Die Ganache ist fertig, die kommt jetzt noch auf die letzte Schicht Butterkekse und dann ist der Kuchen auch fertig. Der Kuchen ist jetzt soweit fertig und muss für 3 Stunden mindestens, noch besser über Nacht, in den Kühlschrank. So, die leckere No-Bake-Butterkeks-Karamellschnitte ist jetzt fertig. Sie war mindestens, ich glaube, so 5 Stunden im Kühlschrank und jetzt werde ich sie auch anschneiden. Es ist wirklich einfach zu machen, probiert es unbedingt mal aus. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.